Hi, willkommen zurück. Nummer 2. Ja, auf den Sonntag. Unser Sonntagskrieg. Ich habe mich diesen Sonntag, sprich heute, nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Willkommen zurück beim Mikrofonproblem. War recht easy. Ich hatte diesmal keine Wahl, wo ich lang gehe. Glücklicherweise denken meine Best Buddies auf dem Weg hier auch gerne für mich mit. Finde ich schön, finde ich angenehm. Ich habe hier also gleich in den ersten zwei Kämpfen zwei Ladungen mitgenommen. Mit Option auf eine dritte. Wer da sehen, was Phase ist. Erstmal, ich habe im Verbrauch einige Boosts. Die muss ich langsam mal loswerden, sonst fallen die ab. Ohne genutzt zu werden, das ist doof, das will ich nicht. Darum pfeifen wir die hier drauf. Erste Gegner, Psylocke. Ist ein cooler Champion, ja. Ob das jetzt was für die Def ist, speziell für den Knoten, Geschmackssache. Ich persönlich habe jetzt mit ihr überhaupt gar keine Probleme, gegen sie zu kämpfen, gar nicht. Das sah am Anfang ein bisschen anders aus, aber ne, Übung macht's halt. Wie ihr seht. Ohne größere Probleme. Abgefrühstückt. Hey. Gegner Nummer 2. Technologie erweckt 5 Sterne. Auf dem Regenknoten habe ich eigentlich mit was anderem gerechnet. So ein Ultron oder so ein Quatsch. Was war's? Ein Sparky. Was macht denn der in der Def? Na gut. Ausgewichen ist er mir leider nicht. Sprich, die Option auf die dritte Ladung habe ich hier flöten gehen lassen. So was Dummes. Dafür haben wir immerhin für Technologie was mitgenommen. Hey. Gut ist weiter im Text. Das war irgendwann in aller Herrgotts früh. Ich bin recht früh wach geworden heute auf den Sonntag. Ich glaube so gegen 6, halb 7. Den erst ein bisschen abgefrühstückt. Und dann irgendwann 20, 20, 30 die Richtung habe ich den Rest des Weges gemacht. Zugegeben, meine Sonntage sind eigentlich für meine Familie vorgeplant. Meistens. Spät am Abend, ich bringe quasi das Kind ins Bett. Das ist also stockfinster. Das Handy ist das einzige, das halbwegs funzelt. Booste mich ja voll. Ah, das Drama nimmt seinen Lauf. Also, Boosts, wie beim letzten Mal auch, nicht nur weil ich es gewohnt bin, einfach weil es angenehm leicht ist. Hier gegen einen Mutant-Gegner. Ich habe nicht mit dem Nightcrawler gerechnet. Schön, dass es einer war. Er ist zweimal ausgewichen. Ich bin, wie gesagt, zum letzten Krieg rechtzeitig zurückgewichen. Späteren Verlauf beim Zurückweichen hat es mich dann aber doch erwischt. Naja, gut, okay. Halb so wild. Modus wechseln, schweren Angriff hinterher, sprich die dritte Ladung mitnehmen und dann ist der Drops jetzt auch gelutscht. Auf zum nächsten. Forschung, ich weiß nicht mehr, was das war. Quasi ohne nachzudenken habe ich auch gestartet, ne? Bei Forschung, wo das so heikel werden kann, aber es ist eine Quake. Ich weiß nicht, was zurzeit los ist, dass ich mit Beginn des Kampfes schon intercepten kann. Keine Ahnung. Ich beobachte das irgendwie viel zu wenig oder ich merke mir das einfach nur nicht. Und hier hat es mich tatsächlich erstmal aus den Schuhen gehauen. Ich habe mit einer Angela gerechnet, ne? 5, maximal 6 Schläge, Ding durch, fertig ist der Schuh. Es war eine Phönix. Das Ding bei Phoenix ist genau das. Sie ist quasi immun gegen Schläge in der Zeit, in der sie auflädt. Sprich, es tickt halt noch ein bisschen, dieser Degenerationsschaden. Naja, okay, ob nun 2 Sekunden mehr oder weniger, kann man sich jetzt drüber streiten. Halb so wild. Ich werde es verkraften. Bishop.
Bishop ist ja eigentlich nicht so schwer, ne? Oft genug schon den Bishop gezeigt, oft genug irgendwie schon auch auf dem Boss-Pod gehabt oder Mini-Boss-Pod gehabt. Das habe ich meistens mit dem Cap gemacht. Einfach einen Block nehmen, fertig ist der Schuh, passt schon. Hier dachte ich mir, gut, Corvus ist reichlich geladen, nimmst ihn mal mit, macht eh physisch Schaden, ist gut gegen die 90% oder 80% Energieresistenz. Ist es mit dem Cap nicht ganz so toll, mit deiner zweiten Superkraft hier auf diesem Knoten zu kämpfen. Hier fange ich mir erstmal eine. Verdammt. Und ich komme auch nicht richtig in den Kampf rein. Ich weiß nicht warum, es lief alles sehr unrund, sehr stockend. Den Regenerationsboost habe ich angemacht, einfach um voll heilen zu können, aber es klappt überhaupt nicht. Zweite Superkraft hat es beendet, ne? War nicht das Drama, aber ich habe mehr mitgenommen, als ich eigentlich investiert habe und das war nicht der Plan. Gut, ich dachte mir, ja, wird jetzt der eine Kampf gewesen sein. Ist dumm gelaufen, nimmst jetzt Heiltrank und dann wird das schon, ne? Medusa hast jetzt in letzter Zeit oft genug gehabt. Übung hast du. Spaß macht das auch. Also drauf, ne? Also mal wieder eine Medusa auf dem Bosspot. Tatsächlich der Beginn des Kampfes bis etwa zur Hälfte. Es läuft so medium schlecht. Also es könnte schlechter sein, aber ist jetzt auch nicht meine schlechteste Leistung diese Season. Sehr peinlicherweise erinnern. Nichtsdestotrotz fange ich mir den ersten auch nicht so toll. Gut, sei es drum. Gibt Schlimmeres, versucht die Superkraft zu ziehen, macht irgendwie weiter. Aber so richtig will sie sich nicht kitzeln lassen. Hier fange ich mir natürlich nochmal einen schweren. Jetzt stehe ich an der Wand. Fangen wir noch einen schweren, weil ich es einfach nicht geschissen kriege, auszuweichen und dadurch falle ich dann auch um. Tja. Blöd. Ungünstig. Kurz überlegt, wen nimmst du jetzt? Habe mich dann für Hyperion entschieden. Einerseits der Buffs wegen, oder Boosts besser gesagt, die ich aktiv habe. Andererseits ne, durch den schweren Angriff, mit dem ich ihren schweren kontere, der Buffs wegen, die ich kriege. So, hier im ersten Schwung nicht ganz so viel Glück gehabt. Hier im zweiten Schwung schon ein bisschen mehr. Und ich habe mich ganz gezielt für die dritte Superkraft auch entschieden. Wenn ich nicht so viele Schläge einkassieren würde. Es geht schon gut los. Ne? Zwei Schläge genommen, 30% TP weg. Also aufpassen wie du spielst. Verdammte Scheiße. Nicht so toll. Gut, SK ziehen geht immerhin. Schweren aber nicht. Verdammt. Zur Sicherheit zurückweichen. Dritte Supercup rein. Mit dem Timing ein bisschen vermacht. Naja, gut, okay. Schlimmeres. Ich glaube, wir sind bei knapp 60% gestartet. Jetzt 44 ist keine sehr gute Leistung. Und die zweite Supercup kommt auch gut. Und hier habe ich mich einfach ganz dumm, ganz blöd vermacht in meiner Gewohnheit. Intercepten mit der ersten Superkraft. Lebendige Strähnen getriggert, gleich rein in den Hyperion umgefallen. Boosts umswitchen wäre jetzt ziemlich schwachsinnig gewesen. Entweder die zweite Superkraft crittet und ist eh egal. Oder sie crittet nicht. Bringt aber auch keinen Bonus durch den Boost was. Insofern drauf. Also, wir kämpfen ganz regulär, ganz normal gegen die Rothaarige. Wir ziehen Superkräfte, schlagen einmal zu. Wir nehmen den Rest auf den Block. Versuchen vielleicht noch ein bisschen auszuweichen. Wir laden halt einfach unsere kinetischen Ladungen voll. Wut ist drauf. 5 Ladungen sind drin. Zurückweichen, nochmal laden. Zweite Superkraft. 91.000 Kritten, die fällt um. Scheiße. Kann das nicht einfach mal früher passieren, dass ich diese Idee habe? Gut. Bin ganz dankbar, dass ich so beendet habe. Es war dann jetzt zum Schluss auch relativ leicht. Noch einen Bonus mitgenommen. Hey, hey.
das restliche Ergebnis war ja eher Anfängerpotenzial. Aber gut, sei es drum. Es gibt auch nicht ganz so gute Tage. Ne? Wir haben verloren, das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Einen Verteidiger haben wir stehen gelassen. Das war auch ganz, ganz fiese Nummer. Ich glaube, das hätte ich selber so auch nicht geschafft. Durch die Punktedifferenz, die wir da an vielerlei Stellen haben, haben wir natürlich verloren, aber nichtsdestotrotz haben wir ein ganz prima Ergebnis abgeliefert, ein ganz gutes Bild von uns gezeigt, außer ich, am Boss. Insofern sind wir weiter auf Kurs und wir freuen uns weiter, dass es so passiert. Und im Prinzip sind wir alle sehr zufrieden und es läuft ziemlich rund. Und dafür, dass wir 6 Siege und 2 Niederlagen in Season 7 haben, läuft's echt prickelnd. Voll toll. Gut, macht's gut. Mittwoch gibt's die nächste Ausgabe. Das ist leider Gottes wieder sehr spät. Macht nichts. Bis dann. Ciao.